Ja, hallo, herzlich willkommen zu HEZ in Video. Seit OpenAI sein Programm ChatGPT veröffentlicht hat, haben viele schon damit gearbeitet oder mit rumgespielt zumindest. Die Bedienung ist nicht immer so einfach, ein bisschen kompliziert schon mal, aber es ist ein super Programm. Was ich jetzt gefunden habe, ist quasi eine Benutzeroberfläche, die auch unbeschränkten Zugriff auf dieses künstliche Intelligenzprogramm gibt. Und das wollte ich Ihnen mal ein bisschen von zeigen heute. Also gefunden habe ich das bei unseren Freunden von Shampoo. Das, wo ist die Webseite? Da. Das heißt AI Assistant oder KI Assistent, kann man nennen, wie man will. Das ist wirklich eine Benutzeroberfläche, die auf die Ressourcen der künstlichen Intelligenz zugreift und die Ergebnisse dann, also für Schriftform, auf den Bildschirm liefert. Wir können uns das ja mal ein bisschen ansehen. Ich habe da zufällig etwas vorbereitet. Und zwar habe ich hier einen Text. Das ist der Begleittext zum HEZ 495, zu diesem Akkuzustandsladegerät. Den nehmen wir uns jetzt einfach mal. Ich kopiere den. Und jetzt schauen wir uns den Assistant mal an. Das ist der hier. Der startet so, man kann also sich irgendetwas aussuchen, was man machen möchte. Ich möchte den Text übersetzen, verbessern, kürzen, längen oder sonst was. Ich möchte einen Text generieren, zum Beispiel einen Brief schreiben, analysieren und zusammenfassen oder einfach eine Frage stellen. Schauen wir uns das mal an. Wir fangen mit dem Einfachsten an. Ich hatte ja mir einen kleinen Text gemerkt und sage, ich möchte den jetzt etwas umformulieren und zwar soll er den wegen mir verlängern? Sehr freundlich und das Ganze natürlich in Deutsch. Und dann sage ich, jetzt mach mal los. Und dann fängt er an, den Text zu schreiben. Natürlich etwas verlängern, hast du schon mal was drüber gehört. Also hier steht nur, dass das ein Messgerät ist, um den Akkuladezustand zu erfassen. Und hier wird, hast du schon mal was drüber nachgedacht, bla 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 und so weiter. Einfach verlängert. Ich kann natürlich auch sagen, er soll ihn verkürzen, auch freundlich und das in Deutsch. Und das geben dann, wie kann ich den Akkuladezustand überwachen und damit ist er fertig. Ist nicht das, was ich an sich wollte. Man kann das auch lustig umschreiben, nicht verkürzen. Er soll ihn einfach umschreiben, auch in Deutsch wieder. So, Akkuladung checken, Akkus sind überall. Das ist etwas freundlicher geschrieben als mein Originaltext, den ich mal schrieb. Was ich natürlich auch mitmachen kann, ist, ich kann ihn übersetzen. Wir können ihn mal probieren. Ich übersetze den mal ins Chinesische, den Originaltext ins Chinesische. Ich lösche das hier mal, damit das besser aussieht und sage, er soll da nicht umschreiben, er soll da nichts dran machen. So, er soll einfach den Text übersetzen, so wie ich ihn ursprünglich schrieb. Und das ist die chinesische Übersetzung dazu. Was ich jetzt mache, ich kopiere die mal raus und füge die hier ein. Oh, das braucht man dann aber nicht. Und sage, er soll mir die jetzt mal wieder ins Deutsche, ne, Dänisch ist nicht, kann ich nicht, ins Deutsche übersetzen. So, die Überwachung des Batteriezustandes, Batterien, bla bla bla. Da kommt also genau, fast genau, Stand Akkuzustand, nicht Batteriezustand, da kommt fast genau das Gleiche wieder raus, was ich geschrieben habe. Also kann man ohne weiteres mal einen Text nehmen, den man in Deutsch geschrieben hat, möchte im englischen Partner oder im chinesischen Partner schreiben und dann hat er es vielleicht leichter zu verstehen. Also ich würde in dem Falle beide, den Original und dann dabei schreiben, Übersetzung und würde das dann losschicken in die Welt. Man kann natürlich auch hergehen, nehmen wir doch nochmal den Originaltext. Wo ist er? So, die Sprache erkennt er selbst, Deutsch, hat er Deutsch erkannt. Und ich möchte den Text jetzt einfach verbessern, und zwar in lustig. Und das Ganze soll Deutsch sein, und da kommt dann auch raus, die Ladezeit für Akkus, Akkus sind überall, oder? Egal, ob dein Smartphone, bla bla bla, ist also eine etwas andere Intonität. Ist etwas lustiger als das, was ich mal da geschrieben habe. Man kann natürlich auch andere Sachen machen. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Ich kann Texte... Na, wo ist er denn? Entschuldigung.
muss den jetzt nur finden, Texte generieren, da sind wir. Ich kann zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Ich kann also hier den Text einfügen, den ich habe, und kann sagen, jetzt machen wir doch daraus mal eine E-Mail, die soll lustig sein, auf Deutsch, ja, und fertig. Und kriege jetzt hier den Vorschlag eines Textes, der auch in dem Fall recht gut ist. Ja, das ist ein recht guter Text, den könnte ich jetzt als E-Mail weiterschreiben. Wenn man jetzt einen Brief schreiben will, kann man das auch machen an Julius. Und dann setze ich meinen Text wieder da rein. Nehme mal die Überschrift davon weg. So, komm. So, und versuche den mal, ob er das generiert. Der soll auch, er soll sehr freundlich sein. Und mal schauen, was er daraus macht. Und sagt dann, hey Julius, bla 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 bla. Und darunter dann viele Grüße. Somit habe ich einen Brief entworfen. Ich kann das auch mit sozialen Medien machen. Ich kann also sagen, du sollst das Ding hier als Text für Facebook nehmen. Und zwar soll der jetzt mal lustig sein und wende den an. Und da steht dann hier, Akkus sind heutzutage überall. Vielleicht hast du mehr Lust auf plötzlich Stromausfälle, vielleicht was sicheren Seite, keine Stromausfälle mehr haben. Also das macht der ruckzuck, er schreibt das um. Das macht ChatGPT klasse. Und wir sehen, ist die Bedienung sehr, sehr einfach. Wir können noch mal was anderes machen. Hier, was haben wir denn hier noch? Ich möchte gerne einen Reim daraus machen. Und zwar nehme ich jetzt aber nicht den Text, sondern ich habe ja hier immer so unten so Schlagworte drin. So. Dann nehmen wir den doch mal. Nein, das ist er nicht. Das ist er. Und gebe jetzt hier die Schlagworte ein. Und sage, er soll mir da einen Reim draus machen. Mit Batterie, oh Batterie, du gibst uns Energie mit dem Akku für und so weiter. Und so. Es ist kein wirkliches Meisterwerk, aber es ist schon mal ein kleiner Reim daraus. Oder man macht es als Zitat des Tages. Zitat des Tages, Sonne, Strand und Getränke, das einzige Rezept, das du... Nee, das ist Quatsch. Das waren nicht meine Worte, sondern das waren irgendwas. Batterie, der soll aber doch da ein Zitat des Tages draus machen. Das ist allerdings dann schon eher ein Brief des Tages geworden. Ja, dann haben wir analysieren und zusammenfassen. Auch hier gebe ich den Text einfach mal ein. Nee, da brauchen wir den Originaltext schon wieder. So. Er soll zum Beispiel die Absicht erkennen. Schau mal, was er da sagt. Die Absicht dieses Textes ist es, die wichtigste Überwachung des Ladezustands von Akkus in verschiedenen Geräten und so weiter und so weiter. Also er analysiert quasi den Inhalt. Das kann man auch noch ein bisschen weiterführen. Nee, das wollte ich nicht. Der soll die Schlüsselworte zum Beispiel extrahieren. Und da findet er das. Die Schlüsselworte, die in dem Text sind, die kann man dann zum Beispiel später nehmen, um die in Text einzusetzen. Bei YouTube oder bei Facebook. Oder er soll die Texte gutieren, Entitäten raussuchen. Das ist also Smartphone ist ein Gerät, Kamera ist ein Gerät, Lithium ist ein Akkutyp, Lithium-Polymer ist ein Akkutyp. Das erkennt er sehr, sehr gut. Naja, die Gefühlsanalyse, die kann man dabei wahrscheinlich vernachlässigen. Der Text vermittelt eine sachliche, informative Stimmung. Er wird nüchtern erklärt und so weiter und so. Ist an sich nicht das, was man wirklich will damit. Und was es natürlich dann auch gibt, das ist das, wie man im Prinzip auf im Playground bei ChatGPT landet, dass man hier irgendwas eingeben kann und
Er gibt dann eine Antwort. Ich habe dann natürlich was Tolles vorbereitet. Und zwar soll er mal sagen, wer hinter HIZ in Video steckt. Also müsste ich ja hinterstecken normalerweise. Gebt das einfach mal ab. HIZ ist ein Unternehmen, das mit der Erstellung von Videoinhalten spezialisiert. Das Team besteht aus kreativen, naja, das bin ich aber alleine. Eben hat er noch was anderes gestanden. Wenn man das mehrfach eingibt, kommen natürlich immer andere Antworten. Was er erkannt hat, im Prinzip, dass sich die Thematik hier, jetzt hat er gar keine Informationen drüber, dass sich die Thematik mit IT und mit Videos beschäftigt. Ich hatte da auch noch was. Ach, mit dem Briefschreiben, da hatte ich auch noch was. Ein bisschen Eigenwerbung muss ja auch mal sein. Also hier, das ist die meist umgängliche. Kann man irgendetwas fragen? Wie ist das Wetter? Er kann das aktuelle Wetter nicht überprüfen, da er keinen Zugriff auf Echtzeitdaten hat. Er ist ja schon ein paar Jahre alt. Mit den Briefen da, da E-Mail-Brief, da habe ich auch etwas gefunden. Der soll einen 10 bis 20 Zeilen langen Brief schreiben an die Internetgemeinde. Den löschen wir besser vorher. So, und da kommt dann ein Werbetext für HIZ in Video raus. Sogar in zweifacher Ausfertigung. Mit digitalem Gruß, euer zukünftiges IT-Wunderkind. Da wird dann also ein Brief erstellt, der Heinz Schmidt HIZ in Video über alle Maßen lohnt. Man kann es natürlich auch professionell machen, also den Stil des Textes verändern. In der heutigen digitalen Uni und so weiter und so weiter und so weiter. Da kommen dann also recht vernünftig aussehende Texte raus. Nochmal, das Programm hier, das hat keine künstliche Intelligenz eingebaut. Das ist eine Benutzeroberfläche zu ChatGPT-4 und man kann die Texteigenschaften, die das ChatGPT hat, hier nutzen, um relativ einfach Fragen zu stellen, Briefe, E-Mail zu schreiben, Kommentare für Social Media zu schreiben, indem man nur einfach ein paar Begriffe eventuell eingibt und hinterher einen vernünftigen Text enthält. Man muss den Text allerdings hinterher noch überprüfen, denn es ist ja so, künstliche Intelligenz weiß viel, aber nicht alles. Also, wenn wir jetzt einfach nur einen Text loslassen, das sind jetzt hier primitive, einfache Texte, das war einfach mal diese Beschreibung zu HIZ 495, zu den Akkuzustandsladegeräten, das ist was ganz Einfaches. Hat man einen emotionalen Text eventuell und lässt den umschreiben, sollte man schauen, ob das richtig ist. Oder wenn man zu aktuellen politischen Themen eine Meinung kundtun will, sollte man schon schauen, ob das, was aus dieser künstlichen Intelligenz rauskommt, auch das ist, was man wirklich sagen will. Die kann zwar viel, sie kann formale Sachen, im Prinzip ist es ja auch nur in dem heutigen Zustand, den wir haben, ein Frage-Antwort-Spiel. Man stellt eine Frage, macht Vorschläge und bekommt eine Antwort drauf. Aber es ist sehr, sehr professionell mittlerweile, das ist sehr gut. Man muss auch Mühe geben, sich zu erkennen, ob das, was man da hat schreiben lassen, ob das richtig ist. Ansonsten ist dieser AI Assistance eine wunderschöne Lösung, um eben mal Sachen mit ChatGPT zu machen. Und wenn man ihn mietet, muss man ihn dann natürlich auch nutzen und kann ihn auch recht gut nutzen. So, das war das, was ich Ihnen heute kurz erzählen wollte. Ein Zugangstor zur künstlichen Intelligenz, dass die Aschampoo-Leute richtig gut verpackt haben. Schönen Dank, dass Sie dabei waren. Ich darf Ihnen noch einen wunderschönen Tag wünschen und auf Wiedersehen bald hier bei HIZ in Video.